So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Ja, ich nehme jetzt schon die zweite Folge auf. Vielleicht merkt ihr es. Wir waren hier stehen geblieben. Die Kamera sieht uns hier nicht. Wir hacken sie einfach. Wir benutzen jetzt einfach mal die Auto-Hacker. Davon können wir uns ja jetzt welche bauen. Wenn wir die Materialien dafür haben. Den hacken wir mal kurz. Hacken ihn aber so richtig, also ohne Auto-Hacker, das ist ja langweilig dann sonst immer, wenn wir das immer machen würden. Ja. So, mal gucken. Oh je, Mist. Ich sehe schon, ich mache was falsch. Oh je. So viele Teile haben wir doch niemals, oder? Oder? Haben wir auch nicht. Scheiße. Scheiße, was soll ich machen? So. So müsste es funktionieren. Ja, haben wir es noch gerettet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, da ist es doch um deutliches billiger. So, haben wir jetzt... wir kaufen einfach mal alles voll. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Meine Bäume! Bäume! Doch nicht du, oder? Nein. Ryan. Ja, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Ach, wem erzähle ich das? Könntest du eine rosa Gallica für mich finden? Such in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Ein Rosenmuster... Das war unsere... Musterexemplar. Wir fotografieren die mal schnell. Oh. Sie bewegen und schwingen die Rohrzange schneller. Oh, geil. Dann machen wir das raus. Stirb! Stirb! Mal gucken. Ja, so viel schneller. Ich weiß es nicht. Weil die war eben noch am Leben. Der war noch am Leben. So, dann können wir zurück und können... Oh, Moment. Hä? Hier waren wir noch nicht, okay. Ach doch, hier waren wir schon. War hier nicht Geld drin? Nee. Du hattest aber Geld mit. Nee, auch nicht. Du aber. Ja. Hat mir jetzt auch so eine Höhle. Wo ist hier dieses Kommilitonikum? Da. Genau, wir brauchen die, glaube ich, für irgendwas. Du bist ein Nicht. Leute. Ein Niemand. Was bin ich? Bin besser. Aua. Du bist tot. Houdini ist bleiter. Fotografieren wir den nochmal. Nicht genügend Punkte. So. Wir haben nur drei... Minipicks? Minipacks? Fuck. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bitte bleib nichts als Gerede. Er ist das Gift. Tötet ihn. Er ist das Gift. Wer ist das Gift? Gift! Viel schneller. Ist doch auch gut. Das Gift ist zertrümmert im Parasit. Stirbt alle auf die Fresse! Ich bin glücklich. Du bist glücklich. Hi. So, jetzt bist du auch tot. Du bist schon längst tot. Du kannst nicht mehr reden.
Sie haben einen Houdini-Spicer getötet. Sicherheit sogar. Sicherheitslücke Tonikum passt die Reparatur ihrer Epidemie dahingehend an, dass die Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt und ihre Reaktion entsprechend verzögert. Nee, brauchen wir nicht. So, wie schnell... Doch, das merke ich jetzt, dass das schneller schlägt. Ja, eine Eve-Spritze. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und hier muss es auch sein. So. Hier war irgendwas noch. Hä? Egal. Genau, das machen wir jetzt einfach mal so, wie wir es eben auch schon gemacht haben. Aua. Ey, das Ding ist jetzt fast kaputt. Dann machen wir jetzt das ganz kaputt. Sicherheitskameras. Fuck. 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 Ich brauche einen Sicherheitsabschalter. Fuck. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Wir bleiben einfach hier drinnen. Quer eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Ja, waren wir ein bisschen zu lang in der Sicht der Kamera. Tja. Nein! Geh kaputt, geh kaputt. Was? Was ist das denn jetzt? 6, 5, 4, 3, 2. Jetzt haust du ab, ne? Weil's jetzt, weil der Alarm zu Ende ist, da haust du ab, ne? Ja, ja. Ich verstehe. Schnell. Tot mit dir. Defekter Verkaufsautomat, toll. So, ich habe keinen Bock, dich zu hacken, deswegen tue ich einfach mal das machen. Hier ist noch ein Tonband. Freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Ja. Longfong. Longford. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abregelung. Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. So, wir haben jetzt eine Rose. Toxisch, unrein. Du wirst alles verderben. Alles. Oh je. Ey. So hacken schnell. Ich wollte es doch. Ich habe doch dran gestanden, wollte es hacken, aber es ging nicht. Warum? Warum ging es nicht? So, bester Weg ist einfach jetzt so. 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 Nee, nicht so.
nach oben. Ach, da war doch schon ein Weg jetzt. Ah, fertig. So, der kann jetzt für uns schön verbrennen. Wie geht's denn hier oben lang? Psiup, 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 psiup. Was einfangen? Stirbst du jetzt mal? Was? Panzer? Ich schieß die ganze Zeit mit panzerbrechender Munition? Sag mir das doch einer. Finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass mir das keiner gesagt hat. So, aber waren wir jetzt überall? Hier? Hier waren wir überall. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier hinter waren wir. Ja, okay. Dann können wir weitergehen. Und hier? Da geht's noch weiter. Wahrscheinlich müssen wir jetzt da lang, oder? Nee, wir müssen jetzt nach da oben wieder. Und nach da unten dann wieder und dann dahin. Dann gehen wir mal hier erst noch hin. Dünger. Noch mehr Dünger, okay. Ey, du bist ferngesteuert. Ah ne, du hast einen ferngesteuerten. Aha. So, hacken. Jetzt haben wir da den Sicherheitsbot schön für uns. Sicherheitsbot für uns schön hier am Mann. Der schützt uns dann. Und, kommt dann irgendwann nicht mehr mit uns, weil er nicht mehr weiterkommt. Wir kennen ja die Schwächen der Sicherheitsbots. Sind ein bisschen doof in der Wegfindung, ne? Also, ja. So, fertig. Komm her. Nix. Stimmt irgendwas hier unten drunter? Wusste ich's doch. Das sind diese verfluchten Fanatiker! Ja, und du brennst. Ja. Wow! Saturn-Jünger mögen keine. Wenn du stillstehst, wirst du unsichtbar. Wirst du unsichtbar. Nee. Du wirst die Punkte. Ey, die hat das Ding angezündet. So aber nicht. Ich kann ja eigentlich jetzt mal meinen Winterblast verwenden. Würde bestimmt cool aussehen. Ey! Und jetzt kann ich einfach Bäm machen. Ich hätte so eine komische Lösung dabei gehabt. Anscheinend brauchen wir das doch nicht. Oder ist es auch einfach nur so ein komisches Teil, was wir benutzen, mit was wir bauen können. Eigentlich wollte ich dich jetzt nicht deaktivieren, aber du bist... So, reaktivieren. Auch nichts drinne. So. Dann hacken wir den noch. Und ich glaube, hier kommen wir nicht mehr weiter. Dann kommen wir erst später hin. Also wären wir doch hier hingekommen. Aber so haben wir schon mal einen Sicherheitsbot. Fuck. Fuck. Schnell. Wir müssen runter. Da. 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 Fertig. Hui! Ja, hier kommen wir nicht weiter. Können wir uns das vielleicht schon anhören? Nee, geht nicht. Alles klar, alles klar. Hier gibt's auch noch ein paar Snacks. Dann gehen wir zurück, da wo wir hin sollen. Oh, hier ist ein Verbandskasten. Lecker. Und das benutzen wir doch immer.
Lass mal, wenn wir den jetzt Rückstoß verringern. Wir haben eigentlich nicht so einen großen Rückstoß. Schadenssteigerung, Feuergeschwindigkeit. Ja, das wäre ganz cool. Feuergeschwindigkeit. So. Wo ging es denn hier lang? Dahin, wo wir schon waren. Und hier ist auch schon alles ganz gelb und vergammelt. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft ist das ja. Also. Hier liegt noch was. Hey, ein Verbandskasten. Du versteckst dich einfach hier hinter. Also, nee, das geht ja wohl gar nicht. Also müssen wir jetzt dahin, wo wir jetzt vorhin waren und da unsere Rose abliefern. Und jetzt ist hier schon wieder einer. Ich frage mich, wo die immer alle herkommen. Also, ne. Irgendwann müssen die doch auch mal alle sein. Also die Splicer, ne? So, bitteschön, hier deine Rose. Ja. Auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Robas drüber. Bitteschön. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in mein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich hab genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Use Access Laborschleuse. Zigaretten, Hacker-Experte. Eine Alarmplatte und eine brauchen wir nicht. Wir sind im Hacken gut. Ne, wir sind im Hacken gut, ja. Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was Sie... Und da werde ich angerufen. Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Diese kranken Idioten. Ja, 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 ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests... Das hatten wir schon mal angehört, oder? Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Ich hab die Sicherheitssysteme von diesem Laden gehackt. Die Geschütze werden dir nicht zu. Komm hoch in mein Büro. Und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Wer sagt, dass man einem alten Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre... Muss hier irgendwo gucken noch, dass ich alles einsammeln kann. Um die Japsen zu verjagen. Die Japsen, aha. Auf dem Grund des Atlantiks und versuche rauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam. Das ist wie schwarzer Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. So einiges, wie man gesehen hat. Eine Rohrzange. Okay, heb ich einfach mal auf. Jetzt gehe ich mal rein. Wir haben ja ein bisschen Zeit noch. Und, ja. So, würde ich sagen, bis wir, also bevor wir da reingehen, gehen wir in den nächsten Part. Und zwar, ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bioshock.